meine kleinen Farmer und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Construction X. Wir haben in der letzten Folge angefangen, die ersten Baumarbeiten hier zu machen. Und da haben wir schon den ersten Teil von der Wand hier quasi eingesetzt. Hier haben wir noch ein kleineres Stück Holz, aber das würde ich jetzt persönlich nicht hier einbauen, weil es einfach viel zu klein ist. Also auch von der Dicke her sollte das mindestens schon so sein, wenn nicht sogar noch ein bisschen dicker. Deswegen gucken wir einfach mal, wie das nächste Stückchen wird und das werden wir dann hier einsetzen, sodass das Haus dann hinterher komplett damit umhüllt ist. Wir haben auch noch ein schönes Gerüst jetzt. Ich habe nämlich gerade eben noch eine Stunde Zeit gehabt, mir ein Gerüst zu modden. Das schaut dann so aus. Hier einfach, das ist das Gerüst. Das habe ich jetzt ein bisschen länglicher gemacht, damit man mehr Arbeitsfläche quasi hat. Das könnt ihr hier direkt ranstellen. Jetzt hier geht es jetzt nicht unbedingt. Und das könnt ihr halt auch innen drin hinstellen. Außen, an diese Seite. Also natürlich geht das jetzt an manchen Ecken nicht, wie zum Beispiel so. Das ist jetzt nicht möglich. Aber hier könnt ihr das halt überall platzieren und dann hinterher auch dran arbeiten, wenn ihr jetzt in irgendwas nicht mehr drankommt. Also bis auf diese Höhe kommt man circa noch an das Holz dran und danach ist es halt nicht mehr möglich. Da muss man halt wirklich so ein Gerüst zur Hilfe nehmen. Deswegen gibt es das Gerüst auch. Und jo, ich muss noch einen kleinen Fehler ausbessern, weil man kann diese Leiter nur hochlaufen, wenn man einen bestimmten Punkt trifft. Das will ich noch ausbessern und danach stelle ich den Mod dann ins Mod-Hub. So, okay, Freunde. Wir packen das jetzt, obwohl, warte mal. Da haben wir hier noch irgendwie so eine Müllablage. Warte, ich mache jetzt erstmal noch so eine Müllablage hin. Auch ein etwas größerer Baumhalter. Warte mal, wir drehen uns mal kurz, dann können wir auch ein bisschen was sehen. So, das setzen wir einfach mal hier hin. Also hier kommt dann quasi der Restmüll rein, den wir nicht brauchen, den wir dann hinterher ans Sägewerk verkaufen oder häckseln, je nachdem. So, okay, Freunde. Wir gehen wieder hoch zu unserem Ponse. Ach, da unten ist er. Okay. Und schalten mal kurz den Motor an. So, man sieht hier in der Kamera ganz leicht die Kuh vom Farming Simulator. Läuft. Mal gucken, ob sie dieses Jahr auf der Gamescom wieder die Kühe verteilen. Das war ganz cool. Ich glaube, letztes Jahr gab es sogar Schweine. Weiß ich gerade nicht mehr. Schweine oder Kühe, irgendwas davon gab es auch nicht mehr. Das ist schon ganz, ganz nett. So, okay, Freunde. Dann holen wir uns jetzt mal hier den nächsten Baum. Ich würde sagen, wir fahren jetzt diese Baumstämme noch ein bisschen, hier hin. Da brauchen wir die noch nicht aufladen. Das Auf- und Abladen, das ist halt immer ziemlich zeitintensiv. Aber wenn wir das jetzt hier direkt rein machen, dann sollte es ja auch funktionieren. So, dann fahren wir mal wieder ganz nah dran. Stamm uns den Baum. Okay, gut. Und dann ziehen wir den jetzt mal hier rüber und werden den dann hier einfach fertig machen. So, mal eben kurz gucken, dass es auch passt. Von der Höhe her. Ja, sollte passen. Hoffe ich zumindest. Ja. Ah, da wollte er nicht ganz runter. Schade. So, wir machen es auch noch. Kann natürlich sein, dass die Baumstämme gleich auch mal irgendwie daneben fallen. Ja, das ist okay. Ja, wir machen die gerade auch ein bisschen schräg drauf. Das ist gut. Okay. So, das müsste. Ja, dieser kleine Stamm, den müssen wir dann mal eben wieder in unser Restmülllager packen. So. Ja. Muss ich nicht greifen lassen. Weil das können wir nicht für unseren Hausbau gebrauchen. Also das bringt nichts. Und ich gucke mal kurz, ob wir hiervon jetzt so ein. Ah, okay, Objekt ist zu schwer. Sonst hätte ich den jetzt genommen, um hier weiter was zu machen. Obwohl eine Option wäre, was wir machen könnten. Das geht ja auch von hier aus. Wir greifen den mal kurz. Oh, mittlerweile wird schon dunkel. Wir greifen den Stamm jetzt einfach mal kurz. So. Was haben wir da? Okay. Genau, ein bisschen nach oben packen. Okay. So.
Ja, der will da rausfallen. Okay. Dann ziehen wir den mal eben zurecht. Legen wir dann davor. Da können wir schon ein weiteres Stückchen hier machen. So. Das wäre auch noch so eine Option. Ich glaube, ich kaufe mir gleich auch noch irgendein Schiebeschild. Ja komm, das machen wir mal mit dem Schiebeschild. Es geht ein bisschen einfacher, als jetzt hier die ganze Zeit mit so einem riesen Gerät noch was zu machen. Also wir holen uns einfach irgendein Schiebeschild, von mir aus dieses hier, und holen uns dann das mal eben ab. Wir haben ja auch einen Fan dafür, mit dem wir auch gerne arbeiten können, weil ich finde, der sieht einfach sowas von schick aus, der Fan 824. Den können wir ruhig benutzen. So, Licht können wir auch schon mal anmachen, weil es wird ja jetzt gleich dunkel. Also, warte mal. Ah, der Fan hat nur hinten leider. Ja, das ist, warte, das ist gerade ein bisschen doof. Ich dachte, der hätte vorne auch was zum Ankuppeln. Da müssen wir uns mal eben was anderes holen. Einfach ein GCB. Fast Track. 3-3-Feldfarbe passt. Okay. Dann benutzen wir den für was anderes hinterher. Von daher, für den finden wir locker eine Aufgabe. Das war jetzt nicht die Forest Edition, aber ich meine, es reicht ja für unsere kleine Baustelle. Das ist auf jeden Fall okay. So, okay, wir kuppeln dann jetzt mal an. Und düsen dann mal schnell dahin. 71 fährt er. Okay, müssen wir immer auf Speed kommen. Ausklappen können wir das auch schon mal. Hier in der Innenansicht sieht es eh schöner aus. Das ist irgendwie meine Lieblingsinnenansicht hier. Ich weiß nicht warum, aber ich finde ihn cool. Weil hier hast du echt einen sehr guten Überblick. Bei anderen Traktoren ist es jetzt nicht ganz so. Also schon, aber es kommt halt auf den Traktortyp an. Ne? Bei manchen, da siehst du auch echt fast gar nichts, weil dort extrem tief sitzt. Aber hier ist halt die Kameraposition extrem gut eingestellt. Das finde ich gut. So. Genau. Schild einstellen. Und dann sind wir jetzt auch schon da. Okay, dann schieben wir das Schild, den Baumstamm mal eben direkt vors Haus, damit wir wieder so Maß nehmen können. So. Mal kurz gucken, dass da noch passt. Dann haben wir uns ein bisschen blöder hingelegt. Ja, super. Kann es auch kompliziert machen. Okay, warte mal. So. Jetzt haben wir schon wieder den LKW genommen. Okay. So, Freunde. Jetzt halt den mal davor. Sagen, wir schieben noch ein bisschen weiter nach vorne. Das sieht jetzt alles komplizierter aus, als es ist, weil ich bin halt so ein Perfektionist. Das muss passen, das muss gut aussehen. So. Okay, und dann stupsen wir den noch einmal kurz an. Dann steigen wir mal ab, nehmen wieder unsere Motorsäge. Also es passt hier ungefähr von der Länge. Berücksichtigen wir das. Wir machen dann einen kleinen Schnitt mal hier so hin. Dann können wir das Holzstück theoretisch auch direkt in die Hand nehmen, wenn es nicht zu schwer ist. Ja, es passt sehr gut. So, das. Oh, krass, dass wir es aufstellen können. Okay, dann machen wir es gleich halt so. Gut, Freunde. Dann nehmen wir das mal. Und schieben es dann hier rein. Ja, da gerade nicht. Kann auch sein, dass der Baumstamm. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen dick. Ich glaube, das ist das Problem. Dass er einfach viel zu dick ist. Und er deswegen hier nicht rein möchte. Ja, Freunde, das ist wohl das Problem. Ah.
Aber das passt gut. Ne, den kriegen wir da nicht rein. Das ist halt ein bisschen doof. Wir versuchen es mal hier nochmal. Weil hier hinten dürfte der ja nicht so extrem dick sein. Ansonsten müssen wir das gleich mal ein bisschen auseinanderziehen. Oh, das war ein bisschen weit. Der sollte nicht so weit springen. Gut. Ah, noch ein bisschen. Das ist halt alles so Maßarbeit, was wir hier machen müssen. Wieder ein bisschen weit. So. Okay, perfekt. So, das drehen wir einmal. Oder greifen wir es besser gesagt von der anderen Seite. Obwohl das ist. Genau, ich glaube, das ist sogar das Stückchen. Ja, ja. Das müsste passen. Ja, das passt. Sehr gut. Ein kleines bisschen. Noch ein kleines bisschen. Jo, Freunde, so schaut es jetzt aus. Klar, da sind dann immer mal wieder kleine Ritzen drin, aber die kann man ja von innen dämmen. So wird es dann aussehen, wenn wir ein, ja, quasi eine Wand hier fertig machen. Hier schauen wir mal, dass wir dann etwas dünnere Bäume nehmen, weil das war doch schon ein ziemlich dicker Baum. Auch diese Baumstämme, ich weiß jetzt nicht, ob die nicht vielleicht doch ein bisschen zu dick sind. Da finde ich den dann schon eher gesagt besser, weil der hier ist auch wieder ziemlich dick. Dann müssen wir jetzt einfach mal gucken, dass wir so etwas kleinere Bäume nehmen. Weil der Bauherr bestand da auch drauf. Der wollte jetzt nicht so die ziemlich dicken Bäume haben, sondern schon so etwas kleinere. Und man hält sich ja an die ganzen Bauvorgaben. Weil es hieß, es werden 20 cm hier genommen. Das sind so 20 cm. Und die haben ja auch schon einen Durchmesser von 20 cm. So passt es dann halt perfekt. Klar, hier hinten passt es dann nicht mehr so. Das können wir dann auch nochmal hinterher ein bisschen abschneiden. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Sonst müssten wir hier das Objekt nochmal ein bisschen verändern. Das wäre halt ein bisschen doof, aber ist auch alles machbar. So, okay. Dann geht es jetzt weiter. Warte mal, den packen wir mal hier weg. Brauchen wir nicht. Und ansonsten, das wäre halt schon ein bisschen teurer dann, wenn wir nichts Passenderes finden, dann müssen wir halt die Abstände hier nochmal ein bisschen umbearbeiten. Dann müssen wir aber auch hier unsere Konstruktion ein bisschen kleiner machen, sodass wir dann, sag ich mal, hier überall 25 cm Platz haben. Aber das wollen wir halt verhindern. Deswegen testen wir das mal kurz mit diesem Baumstamm hier. Ne, warte, dem anderen. Genau, dem hier unten. Hier wollen wir das testen. Das sind halt nicht so ganz fette Bäume. So. Und ranfahren. Okay. Oh, irgendwo hängen wir gerade fest. Ja, okay. So, ich überlege gerade, ob wir jetzt so 4 Meter Stückchen machen sollen. Ich würde die jetzt erst hier oben auf der Straße legen. Dann gucken wir mal kurz. Ich schau mal kurz, ob hier der Motorstart ist. Aus, sehr gut. Dann fahren wir mal kurz mit dem LKW weg und machen dann hier für etwas kleinere Stämme noch so ein kleines Lager. So, wir stellen uns mal hier so auf die Straße, machen quasi eine Straßensperre. So, okay. Schauen wir uns das mal kurz. Platzierbare Objekte. Baumstammhalter groß. Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen die Größe mal auf 4 Meter. Ich weiß gerade nicht, ob das genau 4 Meter sind bei
den Stempel wieder gemacht haben. Das könnte hinhauen. Also ich steig mal kurz aus. Ja, Weg zu schwer, scheiße. Von der Maße her müsste es ja passen. Gucken wir nochmal kurz. Und jetzt noch weitere 4 Meter. Mal von hinten über noch ein Stückchen. Natürlich, ja, ja, 4 Meter muss das sein. So. Okay, und dieser kleine Müll. Gut, dann schnappen wir uns mal kurz so ein Holzstück und probieren es mal aus. Können wir das auch greifen? Ja, wir probieren es erstmal hiermit aus. Machen es dann mal auf die andere Seite. Oh, da steht unser USB im Weg. Wir probieren es einfach. Wenn es nicht passt, müssen wir halt noch kleinere Bäume nehmen oder wir müssen halt hier nochmal ein bisschen umändern. Ja, das passt doch. Ja. Ich glaube, vielleicht sogar ein bisschen zu lang, aber das können wir ja nochmal nachschnippeln. Das ist ein bisschen zu breit dafür. Ja, das. Wir schieben mal kurz damit. Ist auch ein bisschen breit. Okay, dann müssen wir wohl nochmal diese Betonform ein bisschen umändern, damit es dann auch funktioniert. Ja, Freunde, das war heute schon wieder eine ziemlich lange Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.